Hallo zusammen. Ja, ein heftiges Thema, das mich die letzten Tage selber sehr bewegt hat. Und zwar, was diese Gefühle der Verleumdung und insbesondere das Gefühl, verraten worden zu sein und insbesondere verraten worden zu sein von der eigenen Familie oder in der eigenen Familie oder von nahestehenden Personen, von einem Partner, was das mit einem macht. Wir wissen ja alle, was wir denken, was wir fühlen und wie wir handeln, kreiert unsere Realität, insbesondere beschreibt unsere Persönlichkeit. Und diese Gefühle, die werden uns immer steuern im Sinne eines Autopilots. Die kommen manchmal mehr und manchmal weniger an die Oberfläche, aber sie kreieren unsere Realität, wenn wir nicht bewusst sind, dass solche Programme, solche Vorstellungen, solche tiefen Gefühle in uns wohnen. Und dieses Gefühl der Verleumdung und des Verrats in der Familie, ich kann es an einem Beispiel von mir sagen, und zwar als Kind weiß ich noch ganz genau, meine Mutter, die hatte ihre Probleme, sie war überfordert, was auch immer, das sei nicht zu beurteilen. Aber was passiert ist, ich habe nie gewusst, dass meine Mutter hinter mir steht. Ich habe allerdings immer gewusst, dass meine Mutter letztendlich gegen mich ist, um vor anderen Leuten gut dazustehen. Wenn es darum ging, um irgendwie in der Schule, Elternabend etc., dann hat sie niemals meine Partei ergriffen oder sie ist niemals hinter mir gestanden. Das war einfach in meiner Familie. Irgendwie, das war so Familienenergie und das war ich mir eigentlich nie bewusst. Es haben sich dann im Laufe meines Lebens ganz viele so Situationen des Verrats, wo ich mich wirklich extrem verraten gefühlt habe, wo ich von Leuten verraten worden bin, fallen gelassen worden bin, einfach auch verleumdet worden bin, wo ich gar nicht wüsste, wieso, weshalb das jetzt in mein Leben kommt. Und ich habe das jetzt auch beobachtet in meinem Coaching-Business, dass dieses Gefühl, verleumdet worden zu sein oder verraten insbesondere, dass das ein ganz großer Bestandteil unseres kollektiven Bewusstseins ist. Und wenn ihr euch mal überlegt, unser kollektives Bewusstsein mit dem ganzen Hintergrund der Weltkriege, insbesondere des Zweiten Weltkrieges, was uns vielleicht noch ein bisschen präsenter ist, aber unsere ganze Geschichte, auch Geschichten anderer Religionen, anderer ethnischen Zugehörigkeiten, was auch immer, ich will das alles gar nicht beurteilen, aber ein riesengroßes Thema, Verrat und Verleumdung und dann diesbezügliche Rachezüge, das sind eigentlich die ganz, ganz tiefe Ursachen für Wut und für Angst und für sich ausgeliefert fühlen. Und das ist in uns und in unserer Gesellschaft extrem präsent. Und wenn du dir mal dein eigenes Leben anschaust oder deine eigenen Erfahrungen und zurückgehst, dann wirst du sehen, es sind so viele Beispiele, zum Beispiel belogen worden zu sein von seinem Partner oder gar betrogen worden zu sein, was immer wieder vorkommt. Dass man immer so ein bisschen auf einer Hab-Acht-Stellung ist und eben mangelndes Vertrauen, weil diese Schwingung, diese Energie, die ist in unserem kollektiven Bewusstsein und eben auch mehr oder weniger in unserem eigenen persönlichen Bewusstsein super präsent und kreiert in dem Sinne eben immer wieder Situationen, die das Gleiche aussagen, wo man sich genauso fühlt, wo man meint, man müsse sich beschützen, wo man meint, man ist es nicht wert.
und das mal an die Oberfläche zu bringen und das mal anzuschauen und diese Gefühle zu entmanteln und dann einfach sagen, das hat nichts mit mir zu tun, das hat mit niemandem etwas zu tun, das hat mit energetischer Übergabe der Geschichte zu tun, auch selbst wenn es in der Familie passiert ist, wir reden dann immer irgendwie, ja, das muss man verzeihen. Aber wenn man da eine größere Perspektive anwendet und einfach sagt, ja, das sind einfach Reflexionen meiner Energie. Das ist wirklich eines meiner Kreationen, weil in mir diese Angst vor Verrat oder vor Verleumdung oder dass eben ich hilflos bin, dass ich ausgeliefert bin, irgendeinem anderen Menschen oder mehreren Menschen auf dieser Welt, wo ich mich nicht wehren kann, wo ich zum Opfer werde. Das sind ja alles nur die Konsequenzen. Und ich denke, ich bin hier wirklich auf Gold gestoßen, weil diese Sache, sich verraten zu fühlen von einem nahestehenden Menschen, das kann ein ganz kleiner Verrat sein oder das kann einfach irgendwo auch in der Schulzeit gewesen sein. Dinge, wo wir mit der Freundin zusammen waren und die sich plötzlich, kennen wir vielleicht alle, die sich plötzlich dann zusammengeschlossen hat mit jemand anders gegen uns. Das sind Geschichten, die sind absolut einfach in unserem Bewusstsein, weil wir glauben, dass das unsere Lebensberechtigung ist, diese Zugehörigkeit, die Sicherheit, das Ganze, irgendwo dabei sein zu müssen, das Gefühl zu haben, irgendwo von einer Familie oder von einer Gesellschaft oder von einer Gruppe beschützt zu werden. Das sind eigentlich die Dinge, die uns absolut ausliefern, unfrei machen und zum Opfer machen. Und wenn wir jetzt erkennen und sagen, ja, aber es gibt gar keinen Verrat. Es gibt nur einen einzigen Verrat und es gibt eine einzige Verleumdung und das ist die Verleumdung von mir zu mir. Das ist die Verleumdung von mir zu anderen, respektive es geht nur um mich. Und wer bin ich und wozu stehe ich und was glaube ich? Und wenn ich dann wirklich weiß, ich bin das Größere, ich bin der Schöpfer, ich schöpfe aus mir heraus. Und wenn ich das bewusst weiß und das bewusst für mich klar ist, dann kann ich eben ein Schöpfer sein einer Welt, in der es keine Verleumdung gibt und keinen Verrat, indem ich eben diese Frequenz, diese Energie in mir nicht trage, sondern plötzlich weiß, ich kann es wirklich übergeben, der Schöpferkraft, dem Göttlichen, dem Feld, was auch immer, und sagen, das resoniert nicht mehr mit mir. Mit mir resoniert Liebe, Ganzheit, komplette Unterstützung in Bezug auf die höhere Schöpferkraft, die mein Herz schlagen lässt, die mich jeden Tag aufwachen lässt und so weiter und so fort. Und wenn ich diese Geschichten einfach mal loslasse, nur loslasse in dem Sinne, ich sage, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Nichts von dem hat mit mir was zu tun. Nichts von diesen niederschwingenden Gefühlen, die in mir wohnen und auch in der Resonanz zum kollektiven Bewusstsein sind. Ich lasse die los. Ich verbinde mich mit dem Höheren, mit der Liebe. Ich beurteile nicht. Ich brauche auch nicht irgendwo manipulieren. Ich brauche das alles plötzlich überhaupt nicht mehr, weil ich ja keine Angst mehr haben muss vor Verleumdung oder Verrat, weil es das eigentlich gar nicht gibt. Das ist etwas, das energetisch in mir gewohnt hat und was auch krank macht, was wirklich krank macht, was Angststörungen produziert, was andere körperliche oder psychische Krankheiten betrifft. Wenn ihr euch mal überlegt, was da alles draus herrührt, wenn du dich verraten und unsicher und bedroht fühlst die ganze Zeit, boah,
das ist echt ein heftiges Stück Brot, wo ich sage, ja, lasst es los. Lasst es los. Schaut es an. Bemerkt es. Aber nehmt es nicht weiter als Teil von eurer Identität und eurer Persönlichkeit an. Alle Sachen, alle Erlebnisse, alle Events in eurem Leben, die irgendwo danach riechen oder sich anspüren nach Verrat, betrogen sein, belogen worden sein, sagt euch einfach ganz klar, okay, das hat nichts mehr mit mir zu tun. Ich bin hier irgendeiner Lüge, einer Vorstellung aufgesessen, die aber nichts mit mir, mit mir als Schöpfer, mit mir als Kreator, mit mir als dem großen Ganzen. Ich bin das große Ganze. Das große Ganze ist Teil von mir. Und diese Verbindung immer wieder herzustellen und dieses Gefühl immer wieder herzustellen, sich zu verbinden mit der schöpferischen, höher schwingenden Liebe, das hilft. Das ist auch der Weg von Dr. Joe Dispenza, der uns ermöglicht, solche Dinge loszulassen. Und in den Testimonials seht ihr halt oft, ja, wie Leute solche Erkenntnisse haben und es dann plötzlich loslassen können und dann gesund werden. Das ist alles möglich, das gibt's alles. Aber es gibt auch diese Zwiebelschäl-Geschichte. Es kommt immer darauf an, wie bereit man ist. Aber wenn man nur allein schon Bewusstsein hat, dass da Dinge energetisch in einem wohnen, die eigentlich da nichts zu suchen haben, und sie dann unseren Körper, unser Bewusstsein, unser Sein verlassen können, indem wir unsere Schwingung erhöhen und uns dorthin verbinden, wo wir hingehören, dann kann das gehen. Es ist nicht schwierig. Es ist nicht schwierig, sich zu befreien von solchen Sachen, wenn man weiß, wer man ist, wenn man weiß, was man kann, wie viel Macht man hat und diese Macht wirklich richtig großartig einsetzt. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also für mich ist es tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und ja, sagt mir, was das für euch bedeutet. Alles Liebe, bis dann, tschüss.